Yo Leute, was geht ab? Hier ist euer Max und heute gibt es das Hashtag RedmalMax, was ich eigentlich schon gestern bzw. vorgestern machen wollte. Und ich lege einfach mal los. Hoppy Yannick fragt, wie hast du damals Lutz im Urlaub kennengelernt? Ich habe Luca kennengelernt, das war ja Sommerurlaub und ich glaube, wir haben einfach irgendwie ein Beach-Soccer-Turnier oder so zusammen gespielt. Und da haben wir uns kennengelernt, ja. Das Gameplay im Hintergrund, was ihr seht, habe ich übrigens selbst erspielt. Ich habe mich am Ende auch noch entnickt. Und ich bin stolz darauf, weil ich wollte ja Get Down mal ordentlich spielen. Und da habe ich ganz viele Münzen gesammelt. Ich bin stolz auf mich. Nächste Frage. Julia Ludwig, wie findest du die derzeitige Flüchtlingssituation? Und wie findest du, dass manche Flüchtlinge das Essen wegwerfen? Also dieser Beisatz, dass manche Flüchtlinge das Essen wegwerfen, klingt für mich irgendwie so nach Bild-Zeitung irgendwie. Die Flüchtlinge werfen unser deutsches Essen weg oder so mäßig. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Flüchtlinge grundsätzlich Essen wegwerfen. Das sind dann Einzelfälle, die aber in den Medien so dargestellt werden, als ob das alle machen würden. Ich glaube nicht, dass Flüchtlinge, die in irgendwelchen Zeltstätten leben und jetzt gerade, wenn der Winter kommt, mit krassen Problemen konfrontiert werden, dass sie einfach Essen wegwerfen. Also da so viel dazu. Ich glaube, das ist einfach sehr wahrscheinlich irgendwo gelesen. Und da muss man auf jeden Fall immer hinterfragen bei sowas, weil das ist ziemlich häufig ein bisschen, so bild dir, lass dir deine Meinung bilden mäßig. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es aus der Bild ist oder nicht. Also ich weiß nur als Beispiel. Weil die ja häufig auch sehr eigene Meinung vertreten. Aber wie findest du die derzeitige Flüchtlingssituation? Schwierig. Also offensichtlich wird Deutschland damit überfordert sein, zumindest auf längere Zeit. Deshalb finde ich, muss man auf europäischer Basis eine Lösung finden und die verteilen einfach, dass man das halt gemeinsam schafft in der EU. Weil sonst ist das wirklich eine schwierige Situation. Aber ich habe da jetzt natürlich auch keine Meisterantwort dafür. Was hältst du vom Hashtag Babyphone? Gibt es ja viel Rumore drum um das Handy. Ich finde eigentlich, ich meine, es verkaufen zahllose YouTuber Handyhüllen. Und ich meine, ob man sich jetzt ein Handy kauft, wo es schon drauf gedruckt ist und man ein paar Specials hat, oder ob man sich eine Hülle rummacht und sich die Sachen runterlädt, da ist der Unterschied jetzt auch nicht so riesig groß. Ich meine, es ging zwar voll der Aufschrei so durch Twitter und so natürlich, weil immer wenn Dagi oder Bibi irgendwie sowas machen, gibt es halt dick Kontra. Aber ich finde an sich, das ist halt nur eine neue Form irgendwie des Merchandise. Ich meine, Simon hat ein Mauspad gemacht und so. Klar, ein Handy ist noch krasser, teurer. Aber ich finde, es bringt nichts, wenn man das wie den Weltuntergang darstellt. Ich meine, an sich, da gibt es wahrscheinlich kleine Mädchen, die sich darüber freuen und dann ist das cool. Ich meine, früher haben halt Leute Geld für Barbie-Telefone ausgegeben, jetzt sind es halt Baby-Telefone. Ja, aber nicht der Weltuntergang, aber gut, ich selbst feiere es natürlich nicht. Kannst du mit Judd eine neue Serie über Diss-Tracks starten? Wäre mega fett. Wahrscheinlich eine Serie mit Diss-Tracks, meint sie. Das wäre, glaube ich, ein bisschen komisch, wenn man so sagt, hey Justin, treffen wir uns am Dienstag, um einen Diss-Track aufzunehmen. So, keine Ahnung, das fände ich irgendwie ein bisschen strange. Ich weiß nicht. Aber an sich macht es halt Spaß. Ich mache das ja eigentlich auch öfters mal mit Justin. Und wenn wir gerade mal Lust drauf haben, machen wir das eigentlich immer. Eth fragt, wenn du von jetzt, also nicht mein Bruder, sondern Ed Kranfahrerin, wenn du von jetzt auf gleich auswandern müsstest, wohin würdest du und warum? Ist eine schwierige Frage. Also es wäre, glaube ich, ziemlich schwierig, wenn ich jetzt auswandern würde, ohne Abitur, irgendwo so wirklich Fuß zu fassen. Deshalb wäre wahrscheinlich ein Land sinnvoll, wo sie ein gutes soziales System haben, also irgendwie so ein irgendwie Norwegen, Schweden, Dänemark, sonst was. Ich glaube, die sind alle relativ gut aufgestellt. Aber da kann ich dann natürlich nicht die Sprache. Das wäre auch dumm. Also, ich weiß nicht. Das ist echt eine schwierige Frage. Ich glaube, man kann sich eigentlich überall durchschlagen mit Englisch. Und ich kann eigentlich ganz gut Englisch sprechen. Aber ich weiß nicht, ob ich dann ein englischsprachiges Land gehen würde. Ich glaube, ich würde vielleicht so nach Norwegen gehen. Und da läuft meines Wissens auch relativ viel über Englisch. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Aber ich glaube, sowas würde ich nehmen. Wie findest du die Jahreszeit Herbst? Herbst? Cool. Mag ich ganz gerne. Man kann warme Sachen tragen.
Und ich finde es gemütlich im Herbst, wenn man drin ist. Aber draußen ist nicht so das Allerschönste. Wann denkst du, wird es die Erfindung aus Zurück in die Zukunft geben, die es laut Film heute schon gibt? Es war ja dieser Back to the Future Day aus dem Film, wo die in, was war das, in Manhattan? Tut mir leid, wenn ich es nicht weiß. Ich habe den Film einmal vor Ewigkeiten erst geschaut. Ich erinnere mich um circa gar nichts. Wenn Herr Bergmann das sieht, nicht schlagen. Ist ganz lustig, weil ich schreibe meine Seminararbeit, an der ich ja gerade arbeite, über ein ähnliches Thema. Mein Thema ist Grenzüberschreitung zwischen Mensch und Maschine. Und ein Unterpunkt ist die Realisierbarkeit von Erfindungen aus der Science Fiction. Also, ich kann mir vorstellen, dass es das bald gibt, vielleicht in 50 Jahren. Hoverboard gibt es ja Prototypen, fliegende Autos gibt es ja auch Prototypen. Also es ist alles erfunden und technisch möglich, aber halt nicht so leicht, wie das im Film dargestellt wird. Aber ich glaube, mit ein bisschen Zeit kommt es schon alles. So, der O kein Doppel-L-I fragt, warum benutzt du eigentlich keine Intros mehr? Ja, gute Frage. Ich finde irgendwie zur Zeit, finde ich so mein Banner, finde ich so ein bisschen zu farbenfroh und mein Intro finde ich ein bisschen langweilig. Und deshalb bin ich im Moment designtechnisch, beziehungsweise eigentlich generell, mich so ein bisschen neu am Aufstellen, was Content angeht und so weiter. Die Videos sind ja mittlerweile auch ein bisschen anders, als die noch vor 3 Monaten, sag ich mal, waren, wo ich halt vor allem PvP hochgeladen habe. Mache ich ja jetzt auch, aber es ist halt anders. Ich weiß nicht, ihr versteht das bestimmt, wie ich das meine. Und ja, keine Ahnung, finde ich nicht mehr so cool. Also wenn ich die Sachen sehe, dann denke ich mir so, okay, ja, kennst du halt schon ewig. Mach mal da was Neues. Also ich habe auf jeden Fall, ich arbeite zurzeit an einigen Dingen, die ganz cool werden könnten. So, Ertu, was hörst du im deutschen Bereich so für Musik außer Cosmo Gang und dem Boy? Also Cosmo Gang höre ich gerne. Wie ihr sagt, Money Boy höre ich fanmäßig. Ich meine, ich höre mir selten Lieder von Money Boy öfters an, halt außer wenn er irgendwie sowas droppt wie jetzt Work fand ich voll cool und manche Sachen höre ich mir halt voll häufig an, aber grundsätzlich höre ich das nicht so unendlich häufig. Deutsch ist gar nicht so leicht bei mir. Deutsche Musik höre ich eigentlich, wie gesagt, sehr wenig, weil ich finde, dass irgendwie deutsche Musik kann ich schnell nicht ernst nehmen. So, und so dieses ganze deutscher Pop schon gar nicht, so Mark Forster und sowas, habe ich eine krasse Aversion irgendwie gegen. Also es ist richtig schlimm, wenn ich das im Radio höre, dann muss direkt das Radio ausgeschaltet werden und so. Kann ich gar nichts ab. Ansonsten gibt es ein paar Sachen, die mir mal gefallen. Ich finde, So wie du bist und sowas kann man sich auch mal geben, ist jetzt auch nicht mein Lieblingslied, aber hat halt auch schon ein paar coole Stellen, aber wie gesagt, ich kann sehr, sehr schnell passiert das dann, dass ich dann denke so, okay, fühl dich halt krass so, wenn bei deutschen Rappern und so, keine Ahnung, weil irgendwie auf, ich weiß nicht, ob das eine Sache der Authentizität ist oder ob man nicht so 100% dahinter steigt, wenn es auf Englisch ist, aber ja, so ist das. Wie findest du Shipping-Videos von dir und Lutz und bist du jetzt echt vergeben oder ist Hashtag Mautz real? Shipping-Videos von mir und Lutz finde ich spitze. Nein, ich finde das mega lustig und grundsätzlich finde ich es immer cool, wenn Zuschauer irgendwas Starkes machen. Und ich bin tatsächlich vergeben. Aber Mautz bleibt trotzdem noch real, Freunde. Ja, ich liebe Lutz. Lutz liebt mich. Zusammen sind wir Mautz und Lutz. Nee, ich würde sagen, Leute, das war's. Das waren jetzt 10 Fragen. Circa 9 Minuten, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.